Heute kommentieren wir mal wieder zusammen ein Video, das ich gefunden habe. Und zwar Warren Buffett How to Invest Small Money for Beginners vom Kanal Free Investing. Viel Spaß mit dem Video, herzlich willkommen bei Money Talk. My question is, if you're investing a small sum today, which approach would you use? Diese Frage stellen sich sicher einige. Warren Buffett verwaltet mittlerweile erfolgreich mehrere hundert Millionen Dollar. Was würde er aber machen, wenn er eine kleine Summe anlegen würde? Wie würde er das angehen? Well, I would use the approach that I think I'm using now of trying to search out businesses that where I think they're selling at the lowest price relative to the discounted cash they would produce in the future. Die Antwort ist relativ simpel und einleuchtend. Er sucht nach günstigen Möglichkeiten, von denen er überzeugt ist, dass sie in Zukunft mehr wert sein werden. Benjamin Graham war für diese Methodik bekannt und gab sein Wissen an Warren Buffett weiter. But if I were working with a small amount of money, the universe would be huge compared to the universe of possible ideas I work with now. Er sagt, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, mit kleinen Summen zu handeln als mit größeren. Vielleicht kommt hier der Risikofaktor dazu, der natürlich wesentlich größer ist, wenn mehr Geld involviert ist. You mentioned that 56 to 69 was the best period. Actually, my best period was before that. It was from right after I met Ben Graham in early 1951. But from the end of 1950 through the next 10 years, actually returns averaged about 50% a year. And I think they were 37 points better than the Dow per year, something like that. Das finde ich noch beeindruckend. Als Warren Buffett noch nicht so viel Kapital zur Verfügung hatte, erzielte er unglaubliche Renditen von bis zu 50%. 1.000 Euro werden in einem Jahr zu 1.500 Euro. Das ist schon sehr bemerkenswert. But that I was working with a tiny, tiny, tiny amount of money, and so I would pour through volumes of businesses, and I would find one or two that I could put $10,000 into or $15,000 into that. In anderen Videos habe ich bereits einmal erklärt, wie Warren Buffett seine Anlageentscheidungen trifft. Und das involvierte eine unglaubliche Recherche, um dann schlussendlich einen Deal zu finden, bei dem das Unternehmen extrem unterbewertet war. Was ebenso erwähnenswert ist, ist, dass Warren Buffett in seinen Anfängen sehr wenig Positionen gehalten hat. Er würde nämlich nach einer Möglichkeit suchen und dann voll rein investieren. So konnte er relativ schnell relativ viel Geld verdienen. And obviously, as the money increased, the universe of possible ideas started shrinking dramatically. The times were also better for doing it that time. Er sagt nochmals, dass mit steigendem Kapital die Möglichkeiten abnehmen. Ich hoffe, er erläutert das noch weiter, weil ich verstehe das noch nicht so recht, wie er das meint. Lass mich mal in den Kommentaren wissen, wie du die Aussage verstehst. Was er jetzt am Schluss noch gesagt hat, ist, dass die Zeiten natürlich anders waren. Das stimmt natürlich. Er hatte sich damals zum Beispiel einen Bauernhof gekauft, diesen verpachtet und dann mit Gewinn verkauft. Aber auch heute gibt es genügend Möglichkeiten, sie sind einfach etwas anders. But I think if you're working with a small amount of money, with exactly the same background that Charlie and I have and same ideas, same whatever ability we have, you know, I think you can make very significant sums. Diese Fähigkeiten, die er anspricht, die er und Charlie Munger teilen, sind unter anderem Geduld, Geschäftssinn und ein hohes Interesse in das Unternehmen, in das sie investieren. Ich bin überzeugt, dass man damit auch heute noch erfolgreich sein kann. But as soon as you start getting the money up into the millions, many millions, the curve on expectable results falls off just dramatically. Da ist es wieder. Mit steigendem Kapital sinken die zu erwartenden Gewinne. Warum? But that's the nature of it. You've got a, you know, when you get up to things you can put millions of dollars into, you've got a lot of competition looking at that, and they're not looking as I did when I started. Okay, also es gibt mehr Mitbewerber und diese verfolgen eine andere Methodik. When I started, I went through the pages of the manuals page by page. I mean, I probably went through 20,000 pages in the Moody's Industrial, Transportation, Banks and Finance manuals.
And I did it twice. And I actually, you know, looked at every business. I didn't look very hard at some. Schon alleine die Zeit, die in dieser Recherchearbeit reinfließt, ist unglaublich. Ich verstehe, dass er so zu seinen damaligen Anlagen gefunden hat. Aber scheinbar kann er das jetzt nicht mehr, wenn es um mehr Geld geht. Schauen wir mal weiter. Well, that's not a practical way to invest tens or hundreds of millions of dollars. Ja, das verstehe ich. Man hat natürlich ganz andere Ausgangslagen und Ziele, wenn es um mehrere Millionen Dollar geht. So I would say if you're working with a small sum of money that and you're really interested in the business and willing to do the work, you will find something if you were there's no question about it in my mind. You will find some things that promise very large returns compared to what we will be able to deliver with large sums of money. Das stimmt, das macht auch Sinn. Mit einer viel höheren Anlage sucht man nicht zwingend nach einem 20% Renditeinvestment, weil dementsprechend ist das Risiko auch viel höher und es steht viel mehr auf dem Spiel. Charlie? Well, yeah, I think that's right. A brilliant man who can't get any money from other people and is working with a very small sum probably should work in very obscure stocks, searching out unusual mispriced opportunities. That's such a small world. It may be a way for one person to come up, but it's a long slog. Charlie Munger sieht das gleich und verfolgt auch der gleiche Anlageansatz. Viel Recherche und Suche nach einer Anlage, die unterbewertet ist. Wenn man lange genug sucht, dann wird man etwas finden. Was er noch betont, ist, dass es natürlich anders ist, wenn man sein eigenes Geld verwendet. Als Vermögensverwalter von anderen Leuten kann man sich vermutlich nicht darauf stützen, hoffentlich irgendwann so einen Deal zu finden, sondern muss eine gewisse Performance abliefern. Yeah, most smart people, unfortunately, in Wall Street figure that they can make a lot more money, a lot easier, just by one way or another, you know, getting an override on other people's money or delivering services in some way that people, and the monetization of hope and greed, you know, is a way to make a huge amount of money. Er schießt hier ein bisschen gegen die Wall Street und kritisiert, dass viele Unternehmen noch zusätzliche Services verkaufen, um dem Anleger noch ein bisschen mehr Geld aus der Tasche zu locken. And right now it's very, just take hedge funds. I mean, I've had calls from a couple of friends in the last month that don't know anything about investing money. They've been unsuccessful and everything else. And, you know, one of them called me the other day and said, well, I'm forming a small hedge fund, 125 million he was talking about. And, you know, like the thought that since it was only 125 million, maybe we ought to put in 10 million or something of the sort. I mean, if you looked at this fellow's Schedule D on his 1040 for the last 20 years, you know, you'd think he ought to be mowing lawns. But sehr nice. Kurz zusammengefasst, er hielt eine Anfrage, um einen Hedgefonds mitzuinvestieren, aber der hat die Bilanz, als hätte er die letzten 20 Jahre Gartenarbeiten erledigt. Ich denke, das lässt sich auf ganz viele Aspekte abbilden. Ein aktuelles Beispiel sind heutzutage NFTs, die gepusht werden, als wären sie die unglaublichsten Projekte, aber unter der Fassade bröckelt es dann ganz schnell. Und alle, die in solche Projekte mitinvestieren, verlieren am Ende des Tages ihr Geld. Yeah. But he may get his 125 million. I mean, you know, and it's just astounding to me how willing people are during a bull market just to toss money around because they, you know, they think it's easy. Da kann man nicht viel hinzufügen. In einem bullischen Markt denkt jeder, er hätte den Code geknackt und Leute investieren blind in alles, was sich ihnen in die Wege stellt. Aber logisch, wenn es dem ganzen Markt gut geht und sich alle so verhalten, dann wird es höchstwahrscheinlich profitabel sein. And of course that's what they felt about internet stocks a few years ago. They'll think about something else next year too. But the biggest money made, you know, in Wall Street in recent years has not been made by great performance, but it's been made by great promotion, basically. Uff, er mag die Wall Street wirklich nicht. Aber ja, ich glaube ihm sofort, dass die Unternehmen nicht durch die Performance ihre Haupteinnahmen machen, sondern durch zusätzliche Upsells und so weiter. Charlie, do you have anything? Well, I would state it even more strongly. I think the current scene is obscene. I think there's too much mania, there's too much chasing after easy money. There's too much misleading sales material about investments.
Zu 100%. Gerade durch die Pandemie sind die Suchresultate für Verdienstmöglichkeiten im Internet zum Beispiel durch die Decke geschossen. Und das Krasse ist, dass das, was Charlie Munger sagt, durch falsche Werbung und Informationen verstärkt wird. There's too much on the television emphasizing speculation in stocks. Mir kommen gleich wieder irgendwelche Werbungen in den Sinn, in denen WhatsApp-Gruppen verkauft werden. Ich denke, wir können das Video und die Frage, wie man Geld anlegen soll, wenn man nicht mehrere Millionen zur Verfügung hat, folgendermaßen zusammenfassen. Es gibt keinen schnell reich werden Trick. Der Weg zum Geld, gewinnbringend anzulegen, ist verknüpft mit tiefgehender Recherche, der Suche nach einer unterbewerteten Anlagemöglichkeit. Relativ simpel, aber sehr schwer umzusetzen. Dafür benötigt man wirklich Biss, um sich mit allen Unternehmen auseinanderzusetzen. Lass mich in den Kommentaren gerne wissen, wie du deine Anlageentscheidungen triffst. Suchst du aktiv nach günstigen Möglichkeiten? Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal hier bei Money Talk.